Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Zwei Sachen habe ich heute für euch. Einmal die fünfte Phase der Ingame-Teaser. Leider nicht mit eigenem Bildmaterial, weil ich dieses Wochenende leider keine Zeit habe zu zocken. Es gibt aber eine Menge Bilder und Spots auf dem World's Edge. Die Graffitis zeigen hauptsächlich von Blisk. Ich zeige euch später noch ein paar Fotos. Ich denke, das sollte soweit reichen, weil es wirklich echt viele Spots sind. Selbst auf dem Zug sind Graffitis oder Paintball-Kunstwerke gefunden worden. Was aber viel interessanter ist, eigentlich Hauptgrund für dieses Video, es scheint so zu sein, dass wir tatsächlich in Season 6 kein Olympus, keine dritte Map kriegen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß. Warum? Selbst zwei Dataminer, einmal Dead One Mining Guy und Shrugtor, haben sich auf Twitter diesbezüglich zu Wort gemeldet und haben jetzt ein Stück zurückgerudert. Ich kann das Ganze verstehen, der ganze Corona-Mist. Ich gehe später nochmal darauf ein. Ich zeige euch mal den ersten Tweet von Dead One Mining Guy. Ich blende ihn nur kurz ein, mache den gleich wieder rein und zeige euch einfach erstmal, denn PlayStation Europe hat sich zu Wort gemeldet am 7. August und die haben geschrieben, ich übersetze es wirklich nur grob, macht euch für die nächste Legende Waffen und ein riesen Update auf dem World's Edge bereit. Und noch einiges mehr wird in Apex Legends Season 6 am 18. August kommen. So, jetzt blende ich das mal ganz kurz wieder weg. Und zeige euch erstmal den Tweet, nein, das war der falsche, von Dead One Mining Guy. Der hat nämlich dieses Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist so eine kleine Fotomontage. Einmal von dem Season 6 Shoutout von PlayStation Europe und einmal der Season 1 Shoutout. Er schrieb auf Deutsch, die Google-Übersetzung ist manchmal nicht die beste. So, PlayStation Europe hat sich zu Wort gemeldet und bestätigt, dass eine Aktualisierung, hat er da unterstrichen, auf dem World's Edge kommt. Macht euch keine Hoffnung mehr auf Olympus, aber, und das ist das große Aber, was er auch unterstrichen hat so ein bisschen, aber sie haben sich in der Vergangenheit schon mal geirrt. Was genau meint er? Und jetzt blende ich nochmal zurück zu dieser Fotomontage. Also der obere Part von diesem Bild ist das aktuelle von PlayStation Europe und das untere war mal ein Tweet für die Season 1 und dort haben sie geschrieben, für die Season 1 kommen, und das ist eigentlich das Interessanteste an der ganzen Geschichte, zwei neue Charaktere werden kommen. Sprich, hier war die Rede von Octane und von Watson. Aber wir wissen ja, dass Watson erst in Season 2 kam und nicht in Season 1. Season 1 kam, wie gesagt, nur Octane. Und deswegen betont, auch wenn Dead One Mining Guy zurückrudert, betont er, dass sich PlayStation Europe schon mal geirrt hat. Und auch Shrugtor, ein sehr bekannter Dataminer, beide, die ich hier einblende, sind immer sehr, sehr weit in der Zukunft teilweise und bringen uns die neuesten Informationen, was nicht alles noch so in Apex Legends kommt. Und die haben, ich sag mal, zu 90% immer recht. Auch Shrugtor rudert jetzt so ein bisschen zurück und sagt grob, ja, ich dachte Olympus kommt, die Geschichte hat darauf gezeigt und ich dachte, der Code tut dies auch. Ich glaube, er will ja darauf hinaus mit der ganzen Quest. Dann kommt Ash und sagt zum Schluss Welcome to Olympus und so weiter. Und er schreibt noch weiter, dass er sich das jetzt anders überlegt hat, weil der Trailer, den wir jetzt vor kurzem bekommen haben, auch nicht wirklich etwas über Olympus verraten hat, sondern eigentlich nur eine riesen Map-Änderung auf dem World's Edge. So, jetzt noch meine eigenen Worte zu der ganzen Geschichte, warum ich es verstehen könnte. Natürlich besteht ein kleines bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch passiert, auch wenn ich es nicht denke. Aber wir dürfen nicht vergessen, am 11. kommt wahrscheinlich ein Gameplay-Trailer zu Season 6. Kann aber auch sein, dass der später kommt, weil die sechste Phase, die finale Phase zu den Ingame-Teasern auf dem World's Edge kommt am 11. August und viele denken, auch die ganzen Dataminer sind sich sicher, dass das wahrscheinlich der Gameplay-Trailer sein wird. Und wenn wir spätestens dort in dem Gameplay-Trailer, auch wenn der vielleicht ein paar Tage später als am 11. August kommt, und wenn wir da nichts von Olympus sehen, dann können wir uns sicher sein, dass Olympus auch nicht kommt. So, jetzt mit meinen eigenen Worten noch. Ich kann es verstehen, wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es keiner mal hören kann, Corona hier, Covid-19 da, noch immer sind alle Respawn-Mitarbeiter im Homeoffice. Und im Homeoffice sich so zu koordinieren, dass die dann eine neue Map so funktionstüchtig wie möglich hinzaubern, ist wahrscheinlich echt ein großes Ding. Und deswegen kann ich es verstehen, auch wenn wir wahrscheinlich alle enttäuscht sein werden, bin ich der Meinung, lieber eine Season später und dann vernünftig, als jetzt krampfhaft Season 6 eine neue Map rauszubringen, die dann
einfach nicht richtig funktioniert. Wir kennen es, von Season zu Season kommt mit jedem Patch immer ein neuer Bug, ein neuer Glitch dazu. Das nervt nur. Und deswegen bin ich bereit, lieber ein paar Monate länger zu warten und wir kriegen dann wenigstens eine halbwegs vernünftig funktionierende Map. Was ich natürlich noch ein bisschen kritisch sehe, viele denken, dass Apex Legends natürlich jetzt irgendwo an die Konkurrenzspieler verliert, weil bei Apex Legends zurzeit einfach wegen Covid viel liegen lässt und es passiert nicht viel, was man verstehen kann. Denn am 11. August startet bei Apex Legends nicht nur das Always Be Closing Event, bevor Season 6 dann am 18. startet. Soweit meine Informationen stimmen, ich weiß es nicht hundertprozentig, startet aber, glaube ich, auch auf den Konsolen der Release von Hyperscape. Wer es nicht weiß, das ist von Ubisoft ein neues Battle Royale, was auf dem PC schon einige Wochen draußen ist. Ist auch sehr beliebt. Ich werde es auch mal anzocken, bin mir noch nicht sicher, ob es so meins ist. Lassen wir uns mal überraschen, aber ich denke, vor Season 6 werde ich dieses Spiel noch nicht anrühren, weil ich einfach zu wenig Zeit dafür habe. Dies dazu. Ich würde mich gerne mal freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal ein bisschen eure Meinung dazu auslasst. Könnt ihr es verstehen, wenn Olympus nicht kommt, wegen dieser ganzen Krise, die zurzeit noch herrscht und wahrscheinlich noch eine lange Zeit, ich sage mal, die Welt so ein bisschen regiert, jetzt ganz übertrieben gesagt. Das soweit dazu. Jetzt möchte ich euch noch einige Bilder vom World's Ash zeigen. Nehmt mir nicht vor übel, dass das nicht mein Live-Material sind. Es sind wirklich sehr, sehr viele Graffitis, Paintball-Kunstwerke, die fünfte Phase zu den Ingame-Teasern zu Phase 5 zeigen. Und hier kann man übrigens davon ausgehen, ich blende jetzt hier und da schon mal ein paar Bilder ein, hier kann man davon ausgehen, dass die neue Legende Rampart ein gewisses Verhältnis zu Blisk hat. Blisk ist eine bekannte Figur aus dem Titanfall-Universum und einer der, ich glaube, es ist der ranghöchste Mensch, der irgendwie was mit Titanfall und Apex Legends zu tun hat. Und er richtet die Apex Games aus. Und deswegen geht man davon aus, dass Rampart und Blisk irgendwo was miteinander zu tun haben. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die vielleicht einen gewissen Verwandtschaftsgrad haben. Zumindest von der Hautfarbe her sehen sie beide relativ dunkel aus, indischer Natur. Ich denke, das ist Vater und Tochter, könnte ich mir vorstellen. Vom Alter her könnte das passen, zumindest optisch. Da kann ich aber auch ganz weit daneben liegen. Es könnte aber auch irgendwas anderes sein oder einfach nur Zufall. Okay, darum geht's nicht. Das soll es soweit jetzt von diesem Video gewesen sein. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was ihr von den Teasern haltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Ingame-Teaser jetzt nicht so weltbewegend. Das ist wieder Ansichtssache. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auf dem Weg zu den 10.000 Abos weiter unterstützt. Und das nächste Video und vor allem den nächsten Livestream wird es entweder Montagmorgen oder spätestens Dienstag zum Start vom neuen Event geben. Da werde ich auf jeden Fall in das Always Be Closing Event rein streamen. Ich bin auf euch gespannt. Ich freue mich auf euch. Und das nächste Kanalmitglieder zocken aller Voraussicht nach heute in einer Woche am Sonntag. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Das war's. Haut rein. Ciao.